Volksrepublik China bekräftigte jüngst den Wunsch nach einer friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan. Von der Insel folgt eine Absage. Man werde sich Druck nicht beugen, betont Taiwans Präsidentin Tsai. Das Verhältnis Deutschlands zu Israel sei eng und freundschaftlich, so die Kanzlerin bei ihrem letzten Besuch als Regierungschefin. Wie es sich nach der Ära Merkel entwickeln wird, war genauso Thema wie der Atomstreit mit Iran. In Rom haben tausende Menschen gegen eine weitgehende Impfpflicht für Arbeitnehmer in Italien demonstriert. Nach der autorisierten Kundgebung an der Piazza del Popolo in Rom kam es dabei zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Unter den Demonstranten waren auch rechtsextreme Gruppierungen. Die Drohungen aufgrund des Taiwan-Konflikts werden immer mehr. Chinesische Staatsmedien warnen die USA vor einem dritten Weltkrieg. Außerdem würden US-Soldaten als erstes ein Ziel darstellen, wenn es an der Formosa-Straße zu einem militärischen Konflikt kommen werde. Uiguren, deren Angehörige in China gefoltert werden, sind nach Eskişehir gekommen, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Auch türkische NGOs haben dieses Vorhaben unterstützt. 250.000 Sicherheitskräfte waren bei den Parlamentswahlen im Einsatz. Die Skepsis der Menschen war groß, die Protestbewegung rief zum Boykott auf. Vorläufige Ergebnisse werden am Montag erwartet. In der zentralrussischen Republik Tatarstan ist ein Flugzeug mit Fallschirmspringern eines regionalen Aeroclubs an Bord kurz nach dem Start aus etwa 70 Metern Höhe abgestürzt. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben, 7 haben das Unglück schwer verletzt überlebt.